Willkommen bei mir im Klaus-Agatuto beim Clan True Warriors. Ja, geht doch. Ja, bei mir im Nachtdorf geht's auch. Aber damit steige ich heute auch nur ein. Also wir werden natürlich harten CK hier sehen, gar keine Frage. Aber auch bei mir im Nachtdorf, muss ich sagen, läuft das eigentlich relativ gut mit dem Nachthexen. Hätte ich gar nicht mal so gedacht. Ich habe sie jetzt auf Level 9. Mit den Mega-Mutanten hier davor geht das eigentlich schon ganz gut. Kritischer Punkt natürlich immer für die Nachthexen ist der Multimörser. Also der sollte immer schön den Fokus auf die Kampfmaschine haben und natürlich nicht auf die Nachthexen. Aber ihr seht das hier, dann kann es auch mal richtig gut durch die Base hier durchgehen. Und ja, ich bin ganz zufrieden, auch wenn ich die Truppe hier nicht ganz so exzessiv spiele. Also ich spiele das Nachtdorf schon. Ich mag das Nachtdorf nach wie vor nicht, aber wenn ich angreifen kann, greife ich an. Denn gerade mal so in so Baupausen oder wenn meine Lagerpickepacke voll sind und ich kann eh nichts mehr machen, dann ist natürlich ganz nett, hier mal so das ein oder andere Spielchen zu machen, vielleicht auch mal wieder ein bisschen höher in die Pokale zu kommen, denn ich habe auch nicht mehr viel zu tun, aber muss schon immer einige Tage farmen mit den drei Angriffen und mit dem kleinen Bonus, den ich im Moment bekomme, hier so ein bisschen weiterzukommen. Und denn ich habe nicht mehr viel zu tun, glaube ich. Zumindest wenn ich der Anzeige glauben kann, brauche ich nur noch einen Crusher zu machen, nämlich den Crusher hier, die Bombe und ich glaube die Gemmi, ne? Dann war es das hier auch, aber wir gehen hier natürlich hart in den letzten Clankrieg rein, denn ich bin euch das Ergebnis vom Wochenende noch schuldig. Wir haben, ja, ihr seht ja hier schon, bei MyClan, ihr seht wieder die 1. Und wir haben auch den letzten CK ganz gut gewonnen. Da haben wir schon einige Teile aus dem Stream gesehen. Also wenn wir jetzt natürlich noch den ein oder anderen CK-Angriff hier natürlich mal doppelt sehen, dann ist das halt so. Wir haben ja da im Stream auch drüber gesprochen, dass ja eigentlich die Elfer hier ein bisschen höher gewichtet werden. Vor allen Dingen die hier mit Warden. Ist aber gar nicht so. Ne, der hier immer noch an letzter Stelle mit seiner Truppe. Ich meine, okay, das ist jetzt ein Vierer Warden. Und das Heldenpärchen auch nicht so wirklich Rathaus 11 fähig. Aber die Black Beauty hier macht das richtig cool hier, muss ich sagen. Mit dem Go-Vibe. Haben wir gerade darüber gesprochen in der Woche. Mit dem schönen Go-Vibe hier durch die Bases hier durch. Ich meine, das muss man sich auch trauen, ne? Mit dem 1er Pekka und mit dem 1er Golem hier in so eine Base reinstürmen. Du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Ich meine, klar, kannst du dir schon so ein bisschen ausrechnen, dass hier die Max Tesla rauskommen. Also, dass hier schon ein paar nette Fallen sind, Riesenbomben irgendwo rumlauern. Und die Mauerbrecher waren unnütze Beauty. Die braucht man in so einer Base leider nicht. Ich meine, man kann natürlich auch ein bisschen was damit ablenken. Aber schön gemacht hier, schön mit den, mit den Maxed Out Packer hier durch die Base hier durch. Richtig schnittig. Also coole Truppe hier. Golems sind auch noch beide am Start. Der eine hat sich zwar schon geteilt, aber kann man mal sehen. Auch der tankt hier so eine Truppe ganz, ganz gut. Und cooler Angriff hier. Freut mich auf jeden Fall, dass vor allen Dingen hier die Event-Truppe dafür genutzt wurde, um hier nochmal richtig auch durch so eine Base durchzurocken. Okay, wir gehen mal ganz behende so ein bisschen weiter nach oben hier. Also auf Rathaus 8, Rathaus 8 auf Rathaus 8 hier vom Prinz Arthur. Ihr kennt sicherlich den King Arthur bei uns oben als Rathaus 11er. Das ist ein Twinker-Call von ihm. Der geht jetzt, glaube ich, auch schon hart auf 9. Also auch hier seht ihr, ist Maxed Out RH9, zumindest was die Truppen angeht. Und kommt hier auch cool in die Base rein, hier mit dem Golem. Der zieht jetzt schön den Drachen auf sich, Magier dahinter. Und er nimmt ein paar Valkyren mit. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch eine coole Kombi. Einfach ein bisschen weniger Magier dafür. So ein paar, ich sag mal, Unruhestifter hier mit in die Base reinzunehmen, ist echt cool. Denn die ziehen ja doch schon ein bisschen Feuer auf sich, können, haben auch schon ganz nette Healpoints. Also es sind ja so kleine Mini-Tanks, die so ein bisschen Feuer auf sich ziehen und natürlich Schaden machen. Wie irre. Und hat jetzt zwar ein bisschen Pech, dass schon mal ein paar Schweinereiter hier gen Jordan gehen, gen Himmel fliegen. Und jetzt hat er auch noch die Skelettfallen hier an Hacken. Hat auch noch ein Gift. Ah, der zieht nicht mehr ganz, glaube ich, die Skelette nach sich. Schade, ja, ein bisschen zu spät geworfen. Aber ist, glaube ich, in dieser Base jetzt auch nicht mehr ganz so schlimm. Hat er hier gut gemacht. Schön gehockt hier durch die Base durch. Und ihr wisst, mit dem Chief greife ich, ist das auch nach wie vor ja meine Lieblingskombi. Wenn es darum geht, Rathaus 8er Angriffe zu machen, nachdem man irgendwann, glaube ich, auch die Drachenangriffe nicht mehr so wirklich macht, weil man schafft nicht alle Bases immer schön mit Drachen.
ist der Gohok hier nach wie vor beste Wahl hier. Entweder mit dem Valkyren cool gemacht. Man kann auch einen Pekka da mitnehmen. Also ein Pekka, tausche Valkyren gegen einen Pekka. Denn auch der, auch schade. Oh, da hat es gerade in der Mitte die paar Barbaren erwischt hier. Aber es sind noch zwei übergeblieben oder drei sogar. Die sich hier schon mal ums Rathaus kümmern. Aber die Base hier wird natürlich runtergeknüppelt von den Hawkridern. Und wir haben ja Samstag schon viel gesehen hier. Und ich mache ja immer ein bisschen Stream-Nachbereitung. Also ich habe mir den Stream auch nochmal angeschaut. Natürlich wieder gnadenlos überzogen. Aber war ein schöner Abend. Auch vor allen Dingen mit dem Olli hier, dem Skylife COC, mit in den Stream drin gehabt zu haben. Also einmal mit Sprache, einmal mit Bild und ganz spontane Idee. Also fand ich, wir sind ja die Spontanis, hätte ich fast mal so gesagt. Denn es war ja nicht angekündigt. Ich hatte, glaube ich, ganz zu Anfang sogar des Streams gesagt, als die Frage auch kam, hey, wo ist Olli? Da habe ich einfach gesagt, ich glaube, der hat keine Zeit, aber dann war er plötzlich doch da. Aber das habt ihr, glaube ich, auch gemerkt, das war nicht abgesprochen, gar nichts. Haben wir ganz spontan gemacht und ich glaube, das war dann eine coole Runde, denn der Olli hat ja einen Entwickler-Account und weiß auch in etwa, an was Supercell eigentlich im Moment am meisten arbeitet oder sehr stark arbeitet. Hat ein bisschen aus diesem Question and Answer-Video kommentiert, wer das noch nie gesehen hat. Dort erfährt man dann schon so ein bisschen, wenn die Leute dort ein bisschen bohren, an was arbeitet Supercell im Moment, was ist so ein bisschen geplant. Ja, und so ganz kleines bisschen lassen die ja immer gerne mal durchsacken. Und hat mich vor allen Dingen gefreut. Vielen lieben Dank nochmal an den Olli und auch nochmal vielen lieben Dank an meine beiden oder drei waren es so, glaube ich sogar, Moderatoren hier auf Twitch und auf YouTube, denn die müssen die fast viereinhalb Stunden waren es auch wieder. Ich habe auch wieder gnadenlos überzogen. Ja, aber ich meine, ihr wisst das, wenn man so ein bisschen so im Rausch ist und es macht ja auch Spaß und da kannst du nicht aufhören. Ich meine, ich hätte die ganze Nacht noch weitermachen können und hätte sicherlich womöglich um 4 Uhr morgens noch wieder plötzlich einen Zuschauerschwung gehabt. Für alle Nachtschwärmer, die nach Hause kommen und noch einen Stream sich reinziehen. Aber irgendwann muss natürlich mal Schluss sein und nach fast 4,5 Stunden, glaube ich, war dann auch Schluss und war eine gelungene Sache, fand ich wieder. Community war wieder gut drauf. Ich war, glaube ich, auch ganz gut drauf. Ich bin ja jetzt nicht so der Abhyper, ne, der in jedem zweiten Satz mit Digger anfängt und sondern bin ja eher so, ja, der normale, der relativ ruhige YouTuber, der natürlich auch ab und zu mal ein bisschen komisch wirkt, aber ansonsten, ja, denke ich mal, bin ich jetzt nicht so der Übertreiber hier in den Streams. Ich muss mich also nicht verstellen oder so und wie gesagt, mir fällt das immer auf, also bei vielen Streams, deutschen Streams, die ich reingucke, da fängt jeder zweite Satz mit Digger an, ich weiß gar nicht, was das soll. Ich weiß, das ist jugendliche Umgangssprache. Da ich aber nicht mehr so jugendlich bin, kenne ich das natürlich von meinen Jungs. Die fangen zwar nicht jeden zweiten Satz so an, aber da fällt das auch relativ häufig. Aber schöner Angriff hier von Lichtim mit der Hexenkombi hier auf den neuen Halber hier. Und mit 10er Def allerdings auch schon. Also das ist vor allen Dingen auch cool, denn da hat ihr die Bogenschützentürme auf 10, hat ihr die Tesla auf Rathaus 10 Niveau und die hat auch stärkere Bogenschützentürme. Also das darf man alles nicht außer Acht lassen, dass die Base hier auf jeden Fall stärker ist als eine RH9 Base. Hier waren die X-Bogen eben noch mit drin. Und von daher ist das, finde ich, dann immer beeindruckend, wenn man den dann auch mit so einem 9er hier legt. Der liegt nämlich mit 16er King, Queen und 12er King. Das ist nicht einfach. Denn Truppen sind natürlich also für ein Rathaus 9 schön gelevelt, 4er Golem, 2er Hexen, höher gehen sie halt nicht, mit den 4er Heilern. Und wenn du dann so gut durch so eine Base durchkommst, Queen jetzt zwar spät gezündet, aber er hat immer noch reichlich Truppen außen. Und vor allen Dingen hier die linke Flanke, wo die Hexen noch in Heilung sind, da ist natürlich top, denn da kommt nichts mehr ran. Das ist einfach so, da kommt keine Def mehr ran. Okay, der Magerturm macht jetzt innen die Hexen natürlich kaputt, aber jetzt wird er wieder vorne an die Mauer schießen und da sind erstmal nur Skelette. Ja, jetzt ist zwar auch die Hexe dran, aber ihr seht das hier in Heilung. Auch der eine Stufe vor Maxed für einen RH10 Magierturm schafft die Hexe hier nicht in Heilung. Schafft er nicht. Und so waren das hier auch schöne 3 Sterne vom Licht hier. Also RH9 auf RH9,5. Cooler,
cooler Angriff hier, cooler Clankrieg auch. Also er endet im Moment ganz, ganz katastrophal für uns. Wir sind ja eigentlich dann doch die eher Abendangreifer, Abendspieler. Und im Moment fangen die Clankriege bei uns mittags an, enden dann natürlich auch mittags. Und dementsprechend muss irgendwie agiert werden. Viele machen dann natürlich abends beide Angriffe, weil sie tagsüber das gar nicht schaffen bis mittags. Wenn du im Job steckst, dann schaffst du das vielleicht mal in der Pause oder so, aber das war es dann auch. Und von daher ist das schon eine schwierige Geschichte hier. Wir haben hier den Flash Loop, einen Rathaus 10er mit meiner Kombi, wunderbar. Dann sehen wir auch mal wieder ein paar andere Truppen hier. Ich meine, Hexenbowler sieht man schon sehr, sehr häufig im 9er Bereich. Hexen only mit Heiler oder auch mal ohne. Und im 10er Bereich siehst du natürlich sehr, sehr häufig Bowler mit Hexen bei RA10, RA11. Im Moment glaube ich die gängigste Truppe dort, um 2 oder 3 Sterne teilweise zu machen. Viele, oder es gibt dann natürlich auch die, die ich nenne es mal so richtig angreifen können, so richtig aus dem Vollen schöpfen können, wenn sie denn die vollen Max-Truppen haben, mit Drachen, Laloon oder was auch immer. Aber der Looper hat sich hier so ein bisschen hat sich so ein bisschen auf die Miner eingeschossen, glaube ich. Ich denke mal, er hat 10 offen und er hat 9 halber, ist das auch eine gute Wahl. Wenn du mit dem Queen Walk gut durchkommst, kriegst du die Clanburg schön weggelockt und machst jetzt mit deinem Rest-Squad erstmal so ein bisschen Fläche frei hier. Dann ist das schon eine coole Sache. Und die Queen geht jetzt noch eine Etage tiefer hier in die Base. Das ist natürlich echt, echt stark. Hat nur ein bisschen Beschuss von so einem Bogenschützenturm. Da macht es auch nichts, wenn die Heiler mal so ein bisschen wegfliegen. Aber mehr geht im Moment auf die Queen hier nicht. Und das ist natürlich echt nicht viel. Den Rest macht er hier jetzt erstmal mit King und den Bolan und kommt hier oben. Jetzt müssen wir wieder näher rangehen. Da ist die Meute, die jetzt eben mal die Queen wegmacht, also echt weggeschlagen, weggeschaufelt. Und die hat mal richtig so eine Schippe an der Backe gekriegt, hätte ich mal fast gesagt. Und jetzt geht das hier weiter. Immer schön Feld für Feld, das ist natürlich echt cool. Cool gemacht hier die Base, auch für Miner hier. Die können sich echt immer schön durch diese Felder hier futtern. Und Queen ist in der Mitte immer noch dabei. Macht jetzt erstmal die lästigen Skellys hier weg. Oh, schade, jetzt hat die Queen keine Heilung mehr, aber ihr seht das hier. Ist auch nicht mehr viel von der Base über, noch ein Heil hat er. Queen kann er noch zünden, ich denke, das wird er gleich auch machen. Ah, macht er doch noch nicht. Ich habe gedacht, beim Flächenschaden macht er das wenigstens, aber der ist vorher schon weg, bevor die Miner hier überhaupt rankommen. Setzt jetzt einfach nochmal einen Fries. Ich meine, den hat er sicherlich genommen, um einfach den Zauber zu verbrauchen, denn den brauchte er nicht mehr machen bei der einen Kanone, die da noch war. Aber cooler Angriff hier mit Minern auf den 9,5er hier. Schön gemacht, denke ich mal. Ich sage das ja immer, schön gemacht. Vielleicht war der Angriff gar nicht schön, sondern er war nur erfolgreich. So erfolgreich wie der von Fifi hier. Auch ein 10er auf ein 10,5, weiß nicht, ob es 10,5 ist. Ich meine, wenn ich mir jetzt die X-Bogen angucke, da hinten haben wir einen auf 5 und hier in der Mitte haben wir noch einen auf 2 und einen auf 3 hier im hinteren Bereich. Ja, das ist jetzt, es ist so ein 10,5er, sage ich mal, mit dem 11er Rathaus, aber teilweise noch RH9 Dev. Vor allen Dingen, was die Bogenschützentürme angeht. Und der Fifi ist ja auch schon relativ hoch, was Helden und Truppen angeht, also Max-Out-Helden für den RH10 und auch Max-Out-Truppen hier für den RH10. Also lange dauert es auch nicht mehr, dann ist auch der Fifi bei uns ein Rathaus 11er, denke ich mal. Und dann wird es mit unseren 10ern noch dünner, denn wir haben nach wie vor wenig. Ich glaube, wir haben heute noch einen aufgenommen mit coolen Heldenpärchen, auch weit über 30. Und denn die gehen uns natürlich so ganz, ganz langsam aus, muss man ganz klar so sagen. Denn viele maxen hier durch, haben ihre Truppen und ihre Helden am Start, sodass auf 11 gehen können. Und dann machen die das natürlich auch. Aber ich denke, ich glaube, der Fifi ist auch so einer wie ich. Der kämpft jetzt immer die ganze Zeit mit so einem dunklen, vollen Pott und wartet noch auf die eine oder andere Truppe, die er noch leveln muss und vielleicht noch auf das eine oder andere Mäuerchen in seiner Base. Aber schön hier, Hog Rider auch immer noch erste Wahl, wenn es darum geht, so ein Punkt 5er Dorf anzugreifen, was keine Infernos hat. Das ist echt krass. Jetzt hat er hier zwar ein bisschen Skelette an der Hacken, aber hat hier nochmal ein Gift geworfen am Ende, weil er nur einen gebraucht hat für die Clanburg und schön nochmal durchgehalten hier am Ende. Die ganzen Skellys sind auf jeden Fall draufgegangen. Das ist echt krass. Das ist cool. Und ja, klar, hier. Ich weiß nicht, was das soll, du Punkt 5 war, aber die Max Tesla retten dir auch nicht den Arsch. Ist einfach mal so, muss man mal so sagen. Und gab auch heute wieder so kleinere Streitgespräche hier, wenn es darum geht, ja, unsere, wir haben ja auch ein, zwei TH, oder nicht TH, sondern Punkt 5 war bei uns dabei. Und
Wenn das gute Angreifer sind, ist das kein Thema. Wir müssen damit einfach, muss man mal so sagen, in unseren Regionen müssen wir damit leben, dass die immer drei kassieren. Es ist einfach so. Die kassieren immer drei. Da können sie noch Anti-Anti-Base bauen. Das ist nun mal so. Und wenn sie dann aber gute, boah, flogen da gerade viele Barbaren durch die Luft. Scheiße, nee. Wenn du dann aber ein guter Angreifer bist und kannst das kompensieren, kein Thema. Aber viele sind, oder ein oder zwei sind hier relativ hoch gerankt. Und wenn du beim Gegner dann nicht solche Bases oben in den Bereichen hast, dann wird das schnell mal schwer, für unsere Elfer oder unsere Zehner da drei zu holen. Und von daher, also die Streitgespräche hört auch bei uns nicht auf. Auch das Rumnecken, ich necke da ja auch immer drauf rum. Ich mag die Dörfer einfach nicht, so muss ich einfach mal sagen. Denn in meinen Augen bringt das nichts. Ich würde mir mal einen Arsch zu beißen, wenn ich jedes Mal sehe im CK, dass ich immer drei kassiere, egal welche Base ich baue. Ich meine, ich muss dann nur eine Base brauen. Ich kriege eh immer drei. Punkt. Ja, so ist das nun mal. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist natürlich ein frisches Rathaus erstmal immer so eine Art Punkt 5 Dorf. Du hast nicht sofort alles an Dev aus, maxed out, hast längst noch nicht Helden und Truppen dabei. Und von daher spielt ja jeder von uns irgendwann mal so ein kleines Stück Punkt 5 und ist dementsprechend, ja, ich sag mal, empfindlich, antastbar, irgendwo immer abfarmbar und auch immer im CK 3 sternbar. Ist einfach so, muss man dann hinnehmen. Und ich denke mal, die Clans, die das auch bespielen, die stimmen mir sicherlich zu, dass das so ist, das nimmt man dann so hin. Wo du dann nur Punkt 5er hast, da ist das unter Umständen wieder was anderes und hast nur richtig gute Angreifer. Haben wir ja auch schon Clans gehabt, die relativ viele Punkt 5er Dörfer hatten und die haben uns das Leben richtig schwer gemacht, weil sie halt gut angegriffen haben und wir haben teilweise die Punkt 5er Dörfer noch nicht mal geschafft und die hatten keinen Adler und manche auch keinen Infernus und trotzdem sind solche Bases bockschwer. Gar keine Frage. Ich gehe mal eben auf die Seite hier ein bisschen näher rein. Hier sehen wir mal wieder so eine typische Hexe unter Heil. Hatten wir ja eben auch schon. Keine Chance. Max Out Tesla. Keine Chance. Ah ne, der ist noch nicht mal Max Out, glaube ich. Ne? Ist noch ein RH10 Tesla. Und ohne Heilung mit zwei Schuss wäre die Hexe ja hin. Aber hier hast du keine Chance gegen eine Hexe, die voll im Heal steht. Und auch hier von der anderen Seite kommen jetzt noch so richtig viele Truppen. Also schöner Angriff hier vom King Arthur auf die 9. Ja, 2 auf 9, das konnte man tatsächlich diesmal so machen, weil oben brannte nichts an. Und wir haben uns zwar bei einer Base ein bisschen schwerer getan, zu der kommen wir jetzt. Die hat uns dann doch ein paar Devs gekostet, beziehungsweise ein paar Fails gekostet. Es ist hier die 7. Und der Hocker hat es dann ganz am Ende gemacht. Also letzter Angriff von uns war der Hocker auf diese Base hier. Und bis zu dem Zeitpunkt haben wir aber schon gewonnen gehabt. Das ist das Gute, dann kannst du auch ein bisschen entspannter in so eine Base reingehen. Nur ich finde es, hier war wirklich jede Ecke hart verteidigt. Also egal von wo du hier mit dem Queenblock reinkommst, hier kriegst du richtig Feuer. Und ich muss das immer so ein bisschen jetzt beschmunzeln. Ich bin ja jetzt mal gerade so 3 Wochen Rathaus 11 am Mittwoch. Und irgendwann muss ich ja auch etwas schwierigere Bases machen. Ja, also komme ich ja nicht rumrum. Und wenn ich dann allerdings sowas hier sehe, oh, da musst du wirklich alle Sinne beisammen haben. Wie du welchen Zauber nimmst hier, wann kommt die Clanburg, wie nimmst du den Gift, da kommt sie nämlich jetzt schon. Und der Gift, das sieht man hier richtig schön bei Hocke, der ist auch richtig schön tief geworfen hier, denn die Hexen sollen da drin drauf gehen, nicht die Skelette. Die Hexen müssen sterben, denn die spawnen hier dauerhaft die Skelette und wenn du das nicht richtig packst, dann hast du ein Problem, vor allen Dingen mit so einem Queenwalk, denn die Queen schafft es einfach nicht, so schnell die kleinen Skellies immer wegzuschießen, kriegt die ganze Zeit Feuer. Ihr seht das hier von 2 Maxed Out X-Bögen. Muss jetzt auch einmal unter den Wardenschirm genommen werden. Das heißt, also er hat einen Warden gezündet für die Queen an der Stelle, damit die weiter lebt. Jetzt schon mal den King wegknechtet und jetzt kommt er hier, ich bleibe hier mal ein bisschen größer drauf, schön in die Base hier rein mit den Bowlern und auch mit da mit dem Packer. Auch cool. Sehr cool Hocker habe ich noch gar nicht gesehen hier unter den vielen Blauen, dass auch eine Packer-Dame dabei ist. Und gnadenlos. Also wenn ein Packer einen Tank vor sich hat, so wie den King hier, haut er alles weg. Der oder die haut alles weg hier. Ist wirklich krass. Das kann man ja am besten auch mit dem Golem beobachten. Oh, jetzt habe ich gar nicht die Mitte beachtet. Da hat er natürlich jetzt Valkyren und ein paar Bowler hier im Backhand.
Und die gehen hier richtig krass in die Mitte rein. Die bohlen noch mal ein paar Mal ein paar Steine hier auf das Rathaus. Und dann war es das hier auch. Hier sind schon über 58% gewesen, beziehungsweise schon über 50%. Hier geht jetzt noch so ein ganz kleines bisschen was, wenn auch nicht so super viel. Aber ich glaube, das hat er echt top gemacht hier. Und ja, ich muss sagen, wäre ich ein bisschen überfragt. Der Toto, wie machst du das? Das weiß ich noch nicht, wie ich das machen soll. Das sehen wir dann. Und ich weiß auch nicht, wie einige hier oben ihre Angriffe machen. Zum Beispiel der Antius macht das hier auch ganz gut. Der verliert nicht mehr am Anfang seine Queen. Im Queen Walk. Oh, ich habe was im Hals. Ich glaube, ihr hört das. Im Queen Walk. Und macht hier aber trotzdem ganz munter seinen Angriff dann weiter. Finde ich auch sehr, sehr gut. Also es gab auch schon mal welche bei uns, die haben sich dann aufgegeben. Und haben dann halt gesagt, oder haben dann halt nicht gesagt, sondern haben halt mehr oder weniger gemacht. Nichts mehr gemacht. Oder haben einfach alles gesetzt und nach dem Motto, ach, der Kampf ist eh um. Klar, an so einer Stelle ist er tatsächlich schon fast, nicht fast vorbei, aber so ein bisschen resigniert man natürlich. Mensch, Queen ist weg. Hauptkampffeuerwaffe ist erstmal, ist schon aus dem Spiel. Und er wartet jetzt aber richtig schön lange, bis hier unten auch das Lager von den Bowlern gemacht wird, damit er wirklich doch durch das Loch, was er sich da eigentlich reingebracht hat, kerzengerade hier in die Base reinkommt. Hat hier jetzt zwei oder ein Maxed Out Gift. Den muss er natürlich auch top schmeißen. Das wird er auch machen, das weiß ich. Nämlich genau für den Babydrachen, den Rest machen nämlich tatsächlich die Bowler hier, denn die fühlen sich natürlich jetzt. Deswegen Hexen in der Clanburg ist nett, aber die Truppen, gerade so Erdtruppen, Bowler, Valkyren, Helden, fühlen sich dann natürlich genau von so einer Truppe angezogen. Das heißt also, die gehen natürlich auf die gegnerische Clanburg und ihr seht das hier, die Bowler haben überhaupt kein Problem, hier die Hexen dann natürlich wegzumachen, weil die Steine natürlich extrem weit rollen und auch viel Fläche wegmachen, also während sie rollen, machen die ja so ein paar Millimeter oder Zentimeter und nehmen alles mit und natürlich auch die kleinen Skelette und irgendwann mal auch eine Hexe. Aber ich denke mal, hier cool gemacht. Und auch hier haben wir wieder, ist das wieder eine Hexe in Heilung? Ah ne, der Warden wird gerade hochgeheilt. Schade, aber ich glaube, eben wurde die Hexe geheilt, weil sie mal einen Schuss abgekriegt hat. Jetzt stirbt sie allerdings auch. Und dann war es das hier auch mit diesem Kampf hier von Antius auf die Nummer 4. Sehr schön hier vom Clan übrigens Forza 41, türkischer Clan. Ich glaube, gestern im Stream waren auch einige dabei. Ich konnte es nicht genau sehen. Wer jetzt also, wie gesagt, sagt, ja, habe ich gestern ja alle schon gesehen hier bei dir im Stream, die Angriffe. Ja, ich weiß, den einen oder anderen haben wir natürlich schon gesehen. Aber längst nicht alle im Stream, die auch meine Videos schauen, weil sie nicht wissen, dass sie streamen oder keine Lust haben, meine Streams zu gucken. Und es gibt auch einige, die haben das verpasst und gucken sich jetzt nicht den Stream extra nochmal an, nur um diese CK-Angriffe zu zeigen. Deswegen nehme ich die einfach nochmal auf. Ich fasse das immer so ein bisschen auf, entschuldigt. Ich fasse das immer so ein bisschen als Stream-Nachbereitung auf, denn irgendwo bin ich ja immer nah am Geschehen bei und produziere jetzt nicht so super, super viel vor. Am Montagabend fange ich wieder an mit den ersten Dorfbesuchsvideos. Das hat mich im Stream jemand gefragt. Wann machst du mal deine Aufnahmen? Und ich mache sie immer ab montags abends. Das heißt also, ich nehme den ersten Teil montags auf, zweiten Dienstag, dritten Mittwochs. Dann schneide ich das Ganze zusammen. Und so habe ich da ein bisschen Zeit. Wenn ich das nur an einem Mittwoch mache, habe ich mal festgestellt, dann wird das auch mal schnell viel. Und deswegen mache ich lieber immer so 5-6 Bases pro Tag. Die kann ich nämlich schön scannen, kann gucken. Aha, nicht abgefarmt. Moderiert, nicht abgefahren, moderiert. Ja, so funktioniert das ungefähr. Ich hatte ja mal gesagt, die Dorfbesuchsfolgen sind immer sehr, sehr anstrengend, weil ich natürlich vorher mal gucke, ist er abgefahren, kannst dazu was sagen. Und dementsprechend bin ich natürlich auch viel am Hin- und Herspringen und mache dort immer oder relativ wenig so am Stück. Dieses Video hier ist zum Beispiel ein Video am Stück. Hier ist nicht ein einziger Schnitt drin. Das kann ich natürlich so machen. Wenn jetzt mein Telefon bimmelt oder ich hier einen Hustenanfall kriege oder was auch immer, dann drücke ich natürlich schnell die Stopptaste hier und setze genau da an, wo ich aufgehört habe. Aber das Video hier, diese Folge ist ein einziges Stück Video, was ich jetzt nicht zusammenschneiden muss.
Und das ist ein bisschen anders in den Dorfbesuchsfolgen. Da sind es doch mehrere Schnitte, die ich da reinbringe. Das seht ihr ja auch eigentlich immer. Und ich denke mal, das ist aber auch in Ordnung so. Dann hat auch diese Serie, so will ich sie mal benennen, so ein bisschen ihren, ja, ihr Daseinsberechtigung. Und dann ist es von mir auch ein bisschen strukturierter für mich. Also nicht einfach so nach dem Motto, so, ich habe jetzt die Text, jetzt arbeite ich die ab und dann habe ich da 70% der Bases alle abgefarmt, sondern dann sehen wir doch Bases, die sauber aussehen. Aber wir sehen, haben ja auch den sauberen Angriff von Mustango gesehen. Habe ich jetzt gar nicht moderiert und der war ja wirklich klasse. Ich habe mir jetzt schon öfter geschaut und ist natürlich ein Geschenk hier. 3 auf die 1. Ah, das demotiviert dann auch schnell, mal schnell den Gegner. Und von daher war das hier schon sehr glücklich. Ich glaube, der Sieg war auch diesmal für uns in Ordnung. Also freut uns in jedem Fall, dass der Hocke nicht noch einen größeren Hals kriegt. Nur weil unser Lok ja überwiegend aus Rot besteht und wenig Grün drin ist im Moment. Also, die üben hier auch wie die Irren. Ihr seht das hier, wird getippt, hier wird geübt. Ich kann das auch mal einblenden, auch wenn ich Chat gar nicht so viel zeige. Aber hier wird wirklich gefordert und mach mal hier, mach mal da. Ich nehme mal gerade eine andere Truppe. Also, ist schon, es geht gut her hier. Und ihr seht das auch, ich bin relativ voll gefarmt. Habe ich natürlich auch im Stream gemacht und habe heute relativ wenig gemacht am Sonntag, weil wir da ja meistens weg sind. Aber ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Zum Clan-Kriegs-Event gibt es in dieser Woche auch wieder ein paar Infos, also da lasst euch überraschen, was ich mir ausgedacht habe für euch, für uns. Mal sehen, wie es wird und ich verbleibe erstmal euer Toto. Flash.